Diesen Film erlebt jeder aus seiner eigenen Perspektive mit Virtual Reality Brille. Ich kann jetzt also hier näher an die Person rangehen, kann um die Person herumgehen und ich kann die Person wirklich auch von hinten sehen. Und dieses Studio macht es möglich, dass man sich nicht nur um computergenerierte Avatare wie in Videospielen bewegen kann, sondern um echte, realistisch gefilmte Menschen. 32 Kameras mit jeweils 5K-Auflösung filmen gleichzeitig, kontrolliert von außerhalb. Hier gehe ich mit Sven Bliedung, dem Chef des Studios, in das weiße Rund. Es fühlt sich an, als ist man direkt dabei. Man ist Teil der ganzen Geschichte und kann sich frei bewegen. Man kann vorwärts, rückwärts gehen, man kann sich umgucken. Das heißt, der Betrachter selber wird ein aktiver Teil der Geschichte. Er könnte jetzt um uns rumgehen, könnte er auch zwischen uns durchgehen? Ja, er könnte um uns herumgehen, er könnte zwischen uns durchgehen. Das heißt, der Betrachter ist wie eine Person, die jetzt hier frei im Raum steht und dementsprechend kann sich der Betrachter auch verhalten. Nicht nur für die Zuschauer ein völlig neues Erlebnis, auch für die Drehbuchautoren, Regisseure und fast alle beim Film, der begehbar werden soll. Um Schauspielerin Emilia Schüle später als 3D-Figur in eine Virtual-Reality-Umgebung oder einen Film zu bringen, muss sie auf einer Fläche im Zentrum der 32 Kameralinsen agieren. Das ist für mich auch eine ganz neue Welt und überrascht selbst mich mit meinen 25 Jahren, wo man irgendwie denkt, man hat alles Digitale, alles schon gesehen und doch, dann kommt doch wieder eine neue Erfindung. Los Angeles, London, Potsdam. Mit der neuen Technologie und der Eröffnung des ersten volumetrischen Studios in Deutschland erhoffen sich manche Schwung für die Filmindustrie. Der Start wurde mit 2 Millionen Euro vom Land Brandenburg gefördert. Jetzt soll es für verschiedene Projekte kommerziell genutzt und auch von Wissenschaftlern ständig weiterentwickelt werden.